Und ich rufe als nächstes den Tagesordnungspunkt 56 auf. Das ist der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Ja zur Gentechnik im Innovationsland Hessen, technologieoffene Forschung und Entwicklung fördern, aus den Erfahrungen mit Covid-19 lernen. Hessen muss sich als starker Pharmastandort für die Anpassung des BLM-Schutzgesetzes einsetzen. Das ist die Drucksache 4891/20. Gemeinsam aufgerufen mit dem Tagesordnungspunkt 101. Das ist der dringliche Antrag der Fraktion von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Hessische Impfstrategie weiter vorantreiben, bestehende Impfstoffproduktion ausweiten. Das ist die Drucksache 4998/20. Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und als erstes hat sich Herr Dr. Naas für die FDP gemeldet. Das liegt nicht an mir. War Andrang hier, Herr Naas. Entschuldigung. Lieber Herr Präsident, herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor fast genau einem Jahr, am 27. Januar 2020, wurde der erste Corona-Fall in Deutschland festgestellt. 3 Tage zuvor, am 24. Januar, hat der BioNTech-Gründer Ugur Şahin einen medizinischen Fachartikel über Covid-19 gelesen. Und 3 Tage später präsentiert er seinem Aufsichtsrat einen Stufenplan zur Impfstoffentwicklung gegen genau diese heimtückische Krankheit. Keine staatliche Behörde, nicht mal die Presseabteilung von Tarek Al-Wazir, hätte das in dieser Geschwindigkeit geschafft. Meine Damen und Herren, und schon 3 Monate später ist der Impfstoff fertig entwickelt, zur Testung bereit. Klinische Studien beginnen. Ja, Frau Wissler, Kollegen von der LINKEN, auch mit staatlichen Fördergeldern. Viele haben ja für die Erforschung eines wirksamen Impfstoffes Jahre prognostiziert. Am Ende wird der Impfstoff Comirnaty nach nur 10 Monaten Entwicklung und Erprobung am 21.12. in der EU zugelassen. Rekord. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am Ende war es die Kreativität, das Können und die private Risikobereitschaft unserer Forscher und Unternehmen, die uns eine Perspektive für das ganze Land gibt. Eben nicht die staatliche Bürokratie von Frau Wissler und Co., die Sie vor Augen haben. Es ist die Marktwirtschaft und nur die Marktwirtschaft, die solche Spitzenleistungen in so kurzer Zeit vollbringt. Und nochmal, die Entwicklung 3 Monate, die Erprobung mit staatlichem Geld dann 7 Monate. Ugur Şahin hat den Sommer genutzt, was man von der Bundes- und Landesregierung nicht sagen kann, wenn ich mir unsere Schulen, Altersheime und auch die digitale Ausstattung der Behörden so ansehe. Was ein Erfolg! Ein deutsches Unternehmen entwickelt den Impfstoff, der der ganzen Welt Hoffnung gibt. Meine Damen und Herren, um es deutlich zu sagen, diese Innovation, die Kraft des Wettbewerbs, Technologie und Spitzenforschung bleiben die Garanten unseres Wohlstandes. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es jetzt einen hessischen Anteil an der Überwindung der Corona-Pandemie gibt, ist den Unternehmern von BioNTech zu verdanken, die ein ehemaliges Novartis-Werk in Marburg übernommen haben und dort Impfstoff millionenfach produzieren wollen. 250 Millionen Impfdosen in einem halben Jahr, das nennt man Tempo. Und nochmal, wenn alle das loben, die Kanzlerin, der Ministerpräsident, waren es am Ende doch freie Unternehmen und freie Unternehmer wie Ugur Şahin, die mutig und schnell entschieden haben. Meine Damen und Herren, Angebot und Nachfrage funktionieren, aber wer zu spät ist, wer zu lange zögert, darf dem Markt keinen Vorwurf machen, wenn andere schneller sind. Wir Freie Demokraten, Kollege Rock hat es vorgestern ausgeführt, haben frühzeitig darauf hingewiesen, dass die Impfstoffe am Ende in großer Menge hergestellt werden müssen, dass es dann eben auch schnell gehen muss mit den Genehmigungen. Denn wir alle wissen, dass der Neubau und der Umbau einer pharmazeutischen Produktionsstätte ein komplizierter Genehmigungsprozess ist, nach Bundesemissionsschutzgesetz und nach dem Arzneimittelgesetz.
mit natürlich gesetzlichen Anhörungsfristen. Und meine Damen und Herren, wenn das in Marburg schnell geklappt hat, innerhalb von 6 Wochen, weil man natürlich auch sehr spät den Antrag gestellt hat, weil man das vorher auch schon begleitet hat, weil die Kanzlerin sich eingeschaltet hat, der Ministerpräsident, und man rund um die Uhr gearbeitet hat, dann mag das gut sein, aber das ändert nichts daran, dass wir bei zukünftigen Impfstoffen natürlich schneller sein müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir können nämlich nicht jedes Mal Himmel und Hölle in Bewegung setzen, sondern wir müssen die Bürokratie reduzieren. Die Grünen haben demgegenüber eine Notimpfstoffwirtschaft gefordert mit Abnahmegarantie. Wir Freie Demokraten fordern den Abbau von Bürokratie und die Verkürzung von Genehmigungsverfahren und, meine sehr verehrten Damen und Herren, mehr Mut zur Gentechnik in Hessen. Das typische Genehmigungsverfahren nach § 10 Absatz 6a Bundesemissionsschutzgesetz dauert mindestens 7 Monate. Im vereinfachten Verfahren wie in Marburg sind es in der Regel, wenn nicht Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt werden, 3 Monate. Das sagt uns zumindest die hessische Industrie. Und das dauert uns zu lang, denn in demselben Zeitraum entwickeln Unternehmer ja Impfstoffe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn schon die normalen Verfahren zu lange dauern, wie ist es dann in einem Lockdown, wo unserer Volkswirtschaft jeden Tag Milliarden verloren gehen? Da können wir uns diese Verfahren nicht leisten. Selbst wenn es in Marburg parallel zur Umrüstung der Fertigungsanlage auf den neuen Impfstoff ja geklappt hat, der Verband der chemischen Industrie in Hessen fordert zu Recht, dass mögliche weitere Impfstoffe mit einer Beschleunigung hier vorangebracht werden. Das greifen wir in unserem Antrag auf. Wir wollen die Möglichkeit einer vorläufigen Zulassung, und zwar nicht der vorläufigen Zulassung, Frau Ministerin, des Produktionsbeginns, sondern nicht die Zulassung des Produktionsaufbaus, sondern schon die vorläufige Zulassung des Produktionsbeginns, so ist es richtig, damit nicht nur die Anlage errichtet werden kann, sondern auch schon produziert werden kann. Die Kontrolle kann dann im Nachgang erfolgen. Und dafür sollten wir uns als Hessen im Bundesrat einsetzen. Meine Damen und Herren, warum ist die Landesregierung da so zögerlich? Wir glauben, das hat etwas mit ihrer Einstellung zu neuen innovativen Verfahren zu tun und auch mit ihrer Einstellung zur Gentechnik. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verrate Ihnen mal was. Der BioNTech-Impfstoff ist gentechnisch verändert. Die Rettung von der aktuellen Geißel der Menschheit, den haben wir der Gentechnik in Deutschland zu verdanken. Die Gentechnik, genau die Gentechnik, die auch Humaninsulin zustande gebracht hat, gegen dessen Herstellung in Höchst ihr Vorgänger, Frau Hinz, Umweltminister Joschka Fischer, damals in den 80er Jahren ja zu Felde zog. Schon damals war die Gentechnik das Böse für die Grünen, eine katastrophale Fehleinschätzung. Es wurde so lange gegen die Anlage in Höchst gekämpft, bis die Patienten ihr Insulin aus dem Ausland bezogen. Und, meine Damen und Herren, alle möglichen Horrorszenarien sind da aufgebaut worden. Mikroorganismen könnten aus den Laboren entweichen. Es war alles Quatsch. Jetzt kommt die Rettung genau daher. Meine Damen und Herren von den Grünen, Sie aber machen weiter mit der Angst vor der Gentechnikpolitik. Erste grüne Amtshandlung in der Koalition 2014, Mitglied werden im Netzwerk Gentechnikfreie Regionen. Frau Hinz, ich glaube, Sie haben sogar den Vorsitz. Die Gentechnikfreiheit auf allen landeseigenen Flächen durchsetzen. Da kann ich nur sagen, gut, dass das Werk in Marburg nicht dem Land gehört, denn dann wäre es ja eine gentechnikfreie Fläche. Sie, Frau Ministerin Hinz, lassen ja sogar im großen Stil Balkonpflanzen im Landeslabor untersuchen. Da gab es ja auch letztes Jahr eine Jubelmeldung, Hessens Balkone sind gentechnikfrei. Denn, so Zitat, ein Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen, die mithilfe neuer gentechnischer Verfahren wie CRISPR-Cas erzeugt würden, soll in Hessen ja gerade nicht stattfinden. Liebe Frau Ministerin, mich wundert das etwas. Mich hat vor allem aber auch gewundert, warum das nicht auch noch in der grünen Vorgartenbroschüre von Tarek Al-Wazir grünes Glück vor der Tür mit aufgeführt wurde. Das war in der Tat bemerkenswert.
Meine Damen und Herren, CRISPR-Cas, die Genschere, die uns alle neuen Chancen eröffnet, genau für diese Entwicklung, für diese Entdeckung haben zwei Forscherinnen aus den USA und aus Frankreich 2020, nämlich im letzten Jahr, den Chemie-Nobelpreis erhalten. Meine Damen und Herren, es sind identische Verfahren, die Gentechnik in den Balkonpflanzen, die sie bekämpfen, und die Gentechnik, die einen Impfstoff gegen Corona entwickeln. Und deswegen können wir nur sagen, man kann grüne und rote Gentechnik nicht trennen. Wir brauchen beides. Wir brauchen vor allem, meine sehr verehrten Damen und Herren, mehr Technologieoffenheit und mehr Innovationsoptimismus in Hessen. Wir setzen auf eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Hören Sie auf mit der Angstmacherei. Sagen Sie Ja zur Gentechnik im Innovationsland Hessen. Fördern wir eine Modernisierung des EU-Gentechnikrechts mit abgestufter Risikoklassifizierung. Der Pharma- und der Forschungsstandort Hessen haben das mehr als verdient. Herzlichen Dank. Danke, Herr Naas. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Bamberger gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich festhalten, wir Hessen können stolz sein auf unsere hessische Gesundheitswirtschaft. Hessen ist ein Pharma- und Life-Science-Standort von internationaler Bedeutung. Das sehen wir gerade jetzt wieder. Mit 10,5 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung und fast 100.000 Beschäftigten ist die Gesundheitsindustrie ein in vielerlei Hinsicht wichtiger Sektor für unser Land. Und vor diesem Hintergrund ist es absolut richtig, dass unser Ministerpräsident Volker Bouffier alle Akteure der hessischen Gesundheitswirtschaft in der Initiative Gesundheitsindustrie in ein gemeinsames Netzwerk gebracht hat. Ihm und den regierungstragenden Fraktionen ist es ein großes Anliegen, dass das Land Hessen diesen Sektor koordiniert und gezielt in seiner Entwicklung fördert. Und dass wir genau über diese Themen, die Sie eben gerade angesprochen haben, Herr Kollege Dr. Naas, uns eng austauschen. Und die Resonanz aus diesem Bereich ist eine etwas andere als das, was Sie jetzt hier eben gerade dargestellt haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein wichtiger Teil dieses Sektors ist die Pharmaindustrie. Sie hat in Hessen eine lange Tradition, und aus der ist sozusagen ein pharmazeutisches Ökosystem entstanden. Das bietet eine optimale Grundlage für die Impfstoffentwicklung und die Genehmigung der Impfstoffproduktion. Und das war auch der Garant dafür, dass wir hier in Hessen in Rekordzeit gehandelt haben. Das reicht Ihnen nicht, Herr Dr. Naas. Es muss noch schneller gehen als Rekordzeit. Machen Sie es erst einmal vor. Denn ich bin der Meinung, wir in Hessen, wir können Pharma. Wir in Hessen, wir verstehen Pharma. Und ja, wir in Hessen, wir bieten die optimalen Rahmenbedingungen für Pharma. Der erste Impfstoff wurde kurz vor Weihnachten letzten Jahres zugelassen. Seit dem 27. Dezember wird er verimpft. Und damit dauerte es noch nicht einmal ein Jahr von der Entdeckung des Virus, bis der erste Impfstoff zur Verfügung gestellt werden konnte. Das ging noch nie so schnell in der Geschichte der Impfstoffentwicklung und der Produktion, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist zweifelsohne natürlich die Leistung der Wissenschaft und der Industrie. Und auf beides sind wir sehr stolz. Die Marburger Philipps-Universität und die weiteren hessischen Hochschulen haben entscheidende wissenschaftliche Grundlagen geliefert. Das Marburger BSL-4-Labor lief und läuft auf Hochtouren. Die F&E-Bereiche sämtlicher Impfstoffproduzenten haben Tag und Nacht, wie einst der erste Medizin-Nobelpreisträger Emil von Behring, hart daran gearbeitet, einen Impfstoff zu entwickeln, der uns aus dieser schrecklichen Pandemie befreit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und da ist es heute endlich einmal an der Zeit, all diesen Leuten, die daran beteiligt waren und sind, von Herzen Danke zu sagen. Danke allen Mitarbeitenden in den Hochschulen. Danke allen mit dieser Aufgabe betrauten Beschäftigten in unseren Universitätskliniken. Danke allen in den Pharmaunternehmen und allen weiteren Einrichtungen Beschäftigten, die an der Erforschung des Virus und an der Entwicklung der Impfstoffe beteiligt waren und beteiligt sind. Und dieser Dank, der sollte heute mal hier aus diesem Haus herausgehen an diese Beschäftigten.
Und aus einer Reihe von Gesprächen weiß ich, dass Sie alle mit hoher Motivation bis an den Rand Ihrer Kräfte regelrecht um jeden Augenblick gekämpft haben, um den der Impfstoff früher zur Verfügung steht. Dafür gebührt all diesen Menschen unser größter Dank und unsere größte Anerkennung. Und das gilt auch für die beteiligten Behörden. Und wenigstens zu dieser gemeinsamen Position sollten wir uns doch verständigen können. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen der Oppositionsfraktion, es ist vollkommen richtig und vor allem legitim, dass wir gemeinsam darüber sprechen, wie wir den Erfolg der Maßnahmen des Landes Hessen bei der Umsetzung der Impfstrategie jeweils bewerten. Und natürlich treffen hier diametral sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und Bewertungen zusammen. Aber bei all dieser Diskussion muss es doch unser Ziel sein, am Ende solcher Auseinandersetzungen zu Ergebnissen zu kommen, die uns in der Sache weiterbringen. Diesem gemeinsamen Bestreben kommen wir mit parteipolitisch geprägter Empörungsfolklore sicherlich nicht näher. Das war gestern nicht gerade eine Glanzstunde der Sozialdemokratie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das hat dem Vertrauen der Bürger in uns alle massiv geschadet. Denn was unser Land jetzt braucht, sind Politiker, die unser Land mit klarem und kühlem Verstand, mit Empathie und mit Mut durch die Krise führen. Das erwarten Sie von der Regierung ebenso wie von der Opposition. Sie erwarten es von uns allen. Und deswegen bin ich froh, dass wir mit Volker Bouffier genau diesen Ministerpräsidenten haben, der diesem Format entspricht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann wäre es vielleicht auch noch einmal wichtig, auf ein, zwei Fakten einzugehen. Stand 11.50 Uhr heute wurden 120.000 Termine seit gestern Morgen vergeben. Und aktuell gibt es keinerlei Störungen den ganzen Morgen nicht und keinen Antrag mehr auf den Kanälen. Ja, aber Herr Dr. Naas, die CDU hat ja auch einen Antrag eingebracht und da gehen wir aufs Impfen ein. Und deswegen sage ich jetzt was zum Impfen. Das ist ja wohl mein gutes Recht. Die Landkreise erreichte am 23. November der Einsatzbefehl mit der Anforderung, die Impfzentren bis zum 11. Dezember einsatzbereit aufzubauen. Und pünktlich zu diesem Zeitpunkt ist es den haupt- und ehrenamtlichen Strukturen im Katastrophenschutz des Gesundheitswesens und der externen Dienstleister unter anderem aus dem Messebau und unserem regionalen Handwerk gelungen, die Impfzentren aufzubauen und einzurichten. In diesem Zusammenhang ist auch hier ein Dank auszusprechen. Das war eine beeindruckende Leistung der Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren des THW, der Rettungsorganisation, der Beschäftigten, der lokalen Behörden und der externen Dienstleister. Ihnen allen gebührt unser großer Dank für diese großartige Leistung. Nun aber noch einmal zurück zum Impfstoff. Ja, der Weg, bis ein Impfstoff oder ein Medikament zugelassen wird, ist ein langer Weg mit vielen Hürden. Und auch die Genehmigung von Produktionsanlagen geschieht nicht gerade im Vorbeigehen. Das Arzneimittelgesetz und das Bundesemissionsschutzgesetz formulieren enge Leitplanken in diesen Prozessen. Das ist nicht ohne Grund so. Das müssen wir uns bei dieser Diskussion deutlich vor Augen führen. Sie erinnern sich möglicherweise an frühere Arzneimittelskandale und an Störfälle bei Forschungs- und Produktionseinrichtungen. Ich denke hierbei insbesondere an den Ausbruch des sogenannten Marburg-Virus im Jahre 1967, der mehrere Todesopfer forderte. Den Schutz von Patientinnen und Patienten, den Schutz von Beschäftigten und den Schutz von Anwohnern können und dürfen wir nicht zu keinem Zeitpunkt zur Disposition stellen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dieses berechtigte Schutzinteresse steht und stand der Entwicklung des Corona-Impfstoffs nicht im Wege. Und das ist auch noch mal ganz deutlich festzuhalten. Innerhalb von nur 6 Wochen wurde die Anlage von BioNTech in Marburg genehmigt. Am 7. Dezember wurde der Antrag beim Regierungspräsidium Gießen eingereicht. Und bereits am 18.12. wurde die Genehmigung zum Betrieb der Anlage erteilt. Dass BioNTech die Novartis-Produktionsanlagen in Rekordzeit für die Zwecke der Comirnaty-Produktion umnutzen kann, ist der Verdienst eines starken Pharmaunternehmens, der beteiligten Behörden und nicht zuletzt zahlreicher Dienstleister, Zulieferer und Handwerksbetriebe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben hier alle an einem Strang gezogen, und das ist auch gut so. Hessens Hochschulen stehen übrigens an der Spitze der Erforschung der Impfstoffe und sind maßgeblich an deren Entwicklung beteiligt gewesen. Und das ist möglich, weil das Land Hessen die Bedingungen für Forschung und Lehre seit 20 Jahren kontinuierlich verbessert und über die verschiedensten Programme in Rekordhöhe in die Hochschulen investiert. Und mit dem Schwerpunkt Pharmarecht am Fachbereich Rechtswissenschaft in Marburg
mit dem House of Pharma Frankfurt, mit dem Healthcare Mittelhessen sowie der Initiative Gesundheitsindustrie Hessen haben wir überdies noch für das richtige Umfeld gesorgt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kluges Regierungshandeln der CDU-geführten Landesregierung ist also die Grundlage für den heutigen Erfolg, Herr Dr. Naas. Ich habe Ihnen vorhin auch in aller Ruhe zugehört. Ich musste das auch ertragen. Und auch das muss mal festgehalten werden. Es sollte eigentlich klar sein, dass die Diskussion um die Gentechnik im humanen Sektor differenziert über den Einsatzzweck und die Wirkweise zu führen ist. Eine Vermischung dieser Themen ist absolut nicht zielführend, Herr Dr. Naas. Sie, liebe FDP, vermischen nicht nur diese Betrachtungsweisen, sondern packen in Ihrer Ausführung auch noch die Diskussion um die Zulässigkeit gentechnisch veränderter landwirtschaftlicher Produkte. Diese Vermischung verwirrt, ist sachlich völlig falsch und in Summe in der aktuellen Frage überhaupt nicht zielführend. Eins dürfen wir dabei nie vergessen. Wir sprechen von molekularbiologischen Techniken zur zielgerichteten Veränderung von DNA, einschließlich des Erbguts von Pflanzen, Tieren und Menschen. Und da ist es schon richtig und wichtig, dass wir hier sehr genau hinschauen und solche Verfahren immer kritisch begleiten. Aber dieses Vorgehen stand und steht der Entwicklung des Corona-Impfstoffs in Rekordzeit nicht eine Millisekunde im Weg. Und doch dürfen die Verbraucherinnen und Verbraucher auf die Zuverlässigkeit dieses Impfstoffs vertrauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Bamberger. Ja. Dann möchte ich mit einem ganz wichtigen Appell noch schließen, der mir wichtig ist. So wie ich das mitbekommen habe, ist es so, dass BioNTech noch dringend Fachpersonal am Produktionsstandort Marburg sucht, um die Produktionsanlagen in Volllast betreiben zu können. Und da der herzliche Appell an alle Hessinnen und Hessen, wenn Sie zu diesem Fachpersonal gehören, kommen Sie bitte nach Marburg und unterstützen Sie uns in Marburg bei der Produktion dieses Impfstoffes. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke sehr, Herr Bamberger. Für die Fraktion der Linken hat sich Herr Felstehausen gemeldet. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, bei diesem Setzpunkt versucht die FDP doch offensichtlich im Schatten der Corona-Krise die Themen, die wir schon seit Jahren als falsch erkannt haben, wieder aus der Mottenkiste zu ziehen. Und wir haben uns gestern über Lobbyismus unterhalten, und wenn es dafür noch einen Beweis bedurft hätte, wie wichtig es eigentlich ist, dass man das begrenzt, dann ist es die Rede eben von Dr. Naas gewesen, die fast eins zu eins vom VCI offensichtlich geschrieben worden ist und er sie hier vorgetragen hat als bezahlter Redner. Und dabei, ja, regen Sie sich auf. Doch. Augenblick mal eben. Ich erteile Herrn Lenders gerade das Wort. Drück mal kurz. Jetzt. Herr Präsident, im Grunde hat der Kollege Thorsten Felstehausen nichts anderes gesagt, als dass der Herr Dr. Naas hier vom Pharmaindustrie bezahlt wird. Korruptionsvorwurf. Also ich bitte dich, sofort das zurückzunehmen, sich dafür zu entschuldigen. Ansonsten bestellen wir einen Ältestenrat ein. Herr Felstehausen, ich bitte hier um Klarstellung, ansonsten muss ich dem nachgehen. Das werde ich gerne tun, meine Damen und Herren. Es war nicht meine Absicht, Herrn Dr. Naas zu unterstellen, dass er für diese Rede Geld genommen, bekommen oder angeboten bekommen hat, sondern ich habe es im Zusammenhang mit dem Thema Lobbyismus und wie Themen hier hineinkommen und Positionen hineinkommen gemacht werden. Wenn dieser Eindruck entstanden ist, sehr geehrter Herr Dr. Naas, möchte ich mich dafür entschuldigen. Das war nicht meine Absicht, Sie an dieser Stelle persönlich anzugehen. Ich hoffe, Sie können diese Entschuldigung annehmen. Augenblick noch einmal, Herr Felstehausen. Wir werden den Protokollauszug prüfen und nachgucken, in welchem Zusammenhang das war. Dann werden wir weiter gucken. So, jetzt, ich
Sehe Einverständnis auch bei der FDP-Fraktion. Dann haben Sie jetzt wieder das Wort. Dann habe ich das Wort und greife das, noch einmal an. Dann müssen wir die Uhr aber auch noch einmal zurückstellen. Meine Damen und Herren, und in dem Antrag, den Sie hier abgeliefert haben, stimmen eben weder die Analysen noch die Fakten und schon gar nicht die daraus abgeleiteten Schlüsse. Denn das Versagen der Industrie, die vereinbarten Mengen des dringend benötigten Impfstoffes zu liefern, hat weder etwas zu tun mit der Bundesemissionsschutzverordnung noch mit den Beschränkungen, die bestehen zur Freisetzung gentechnisch veränderter bioaktiver Substanzen. Und deshalb vielleicht mal ganz kurz zu den Fakten. BioNTech hat 375 Millionen Euro für die Entwicklung des Corona-Impfstoffes aus Steuermitteln bekommen. Seit Anfang September ist bekannt, dass das Tübinger Biotechnologieunternehmen CuraTech 252 Millionen € bekommen hat. Insgesamt sind über 1 Milliarde Euro öffentlicher Mittel in die Entwicklung des Impfstoffes geflossen. Und das ist gut so. Genau, das ist gut so. Ich will es ausführen, denn an Geld hat es an dieser Stelle nicht gemangelt. Es galt die Devise whatever it takes, und diese Devise war angesichts der weltweiten Bedrohungslage auch gerechtfertigt. Wir können also feststellen, die Grundlagenforschung und die Entwicklung eines völlig neuen Vakzins bis zur Marktreife ist das Verdienst eines spezialisierten Forscherteams. Übrigens, Herr Dr. Naas, in diesem Forscherteam waren auch Frauen drin, aber bezahlt haben wir es alle gemeinsam. Und Sie suggerieren in Ihrem Antrag, dass das Bundesemissionsschutzgesetz genau die Produktion des dringend benötigten Impfstoffs verzögern würde. Meine Damen und Herren, das ist schlichtweg falsch. Und ich möchte Ihren Behauptungen ein paar Fakten entgegenstellen. Im September 2020 hat BioNTech das Novartis-Werk übernommen, den Umbau geplant, mit dem Ziel, insgesamt 750 Millionen Dosen pro Jahr dort machen zu können. Anfang November begann die Umbauplanung in der Firma. Anfang Dezember 2020 hat die BioNTech Manufacturing Marburg GmbH beantragt, beim RP Gießen die erforderlichen Genehmigungen zu erteilen, sowohl für Produktion als auch Umbau. Sechs Wochen später, am 18. Dezember, hat das RP Gießen diese Prüfungen nach dem Bundesemissionsschutzgesetz die Genehmigung erteilt zum Umbau, und am 15. Januar wird die Betriebsgenehmigung erteilt. Meine Damen und Herren, ich glaube, ich bin tatsächlich frei von dem Verdacht, ich würde diese Regierung loben. Aber mal ganz ehrlich, jeder Schrebergartenbesitzer und jede Schrebergartenbesitzerin würde sich doch ein Loch in die Schrebergartenhütte freuen, wenn in einer solchen Geschwindigkeit ein Bauantrag beantwortet wird, meine Damen und Herren. Das muss man noch einmal ganz deutlich sagen. Was wollen Sie also mit Ihrem Antrag? Sie wollen im Windschatten der Begeisterung über die Leistung der Impfstoffherstellung mittels gentechnischer Methoden, möchten Sie das EU-Gentechnikrecht ändern. Sie wollen die Schwelle zur Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen herabsetzen. Sie wollen die Sicherheitsanforderungen für die neuen molekularen Techniken des Genom-Editings herabsetzen. Und Sie wollen, dass Hessen aus dem Netzwerk gentechnikfreier Regionen austreten. Sie nutzen, meine Damen und Herren, und das mache ich Ihnen tatsächlich zum Vorwurf, Herr Dr. Naas, die Ängste der Bevölkerung vor dem Coronavirus und vor einer Knappheit des Impfstoffes für eine Agenda, die fast wortwörtlich, und das muss ich hier noch einmal sagen, die fast wortwörtlich übernommen worden sind. Und damit befeuern Sie Ängste, die in der Bevölkerung bestehen, von Corona-Leugnern, die auf der Straße sind, vor Gentechnik. Meine Damen und Herren, das alles, was Sie hier heute erzählt haben, beschleunigt in keiner Weise die Impfproduktion. Es ist Populismus, die Ablehnung der Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen auf dem Acker mit der lahmenden Impfstoffproduktion zu vermischen. Die FDP suggeriert, dass in gentechnikfreien Regionen, Arztpraxen, Forschungsstätte und Produktionsanlagen keine gentechnischen Methoden angewendet werden und das alles zum Stillstand käme. Und, meine Damen und Herren, das ist ausgemachter Blödsinn. Wir müssen doch einmal die Diskussion vom Kopf auf die Füße stellen. Nicht die Zulassungsverfahren für die Produktionsstätte verzögerte die weltweite Impfstoffherstellung, sondern das Patentrecht. Warum fordert die FDP nicht die Aufhebung der Patente für Impfstoffe gemeinsam mit uns? Die Patente für Impfstoffe müssen für die Produktion unserer Meinung nach weltweit freigegeben werden.
Denn das Chaos in den Impfzentren, meine Damen und Herren, entsteht doch nicht, weil der Impfstoff als Handelsgut knapp gehalten wird und deshalb die Menschen Angst haben, nichts mehr abzubekommen. Und das müsste nicht so sein, wenn die Bundesregierung die Hersteller zur Lizenzvergabe und zum Technologietransfer zwingen würde, statt sich in der aktuellen Krise schützend vor die Gewinnausrichtung und die exklusiven Profitansprüche der Aktionäre zu stellen. Und, meine Damen und Herren, wir zahlen doch alle vierfach für diesen Skandal. Erstens, und da stehe ich auch zu, durch die Nutzung öffentlicher Geldung für Forschung und Entwicklung der Produktion. Zweitens, durch die Impfstoffpreise, die unbekannte Gewinnmargen an dieser Stelle für die Hersteller vorsehen. Drittens, für vermeidbare Todesfälle und vermeidbare schwere Krankheitsverläufe infolge der fehlenden Immunisierung und nicht zuletzt in einem gigantischen Ausmaß infolge des Lockdowns und der damit verbundenen ökonomischen und sozialen Folgen. Das, meine Damen und Herren, ist ein Staatsversagen bei den Impfungen, und das muss beendet werden durch die Anordnung von Produktionserweiterungen und die Aussetzung des Patentschutzes an dieser Stelle. Es ist tatsächlich verantwortungslos, wenn die vorhandenen Impfkapazitäten auch in Hessen nicht genutzt werden können, weil die Pharmaindustrie ihre Lieferzusagen nicht einhält und regelmäßig bricht. So werden alle Pläne zur Impfung der Risikogruppen zur Makulatur. Und das hat etwas damit zu tun, dass man denkt, man könnte genau diesen Impfstoff an anderer Stelle noch gewinnbringender anbieten. Die Gesetze von Angebot und Nachfrage führen uns immer weiter von einer gemeinwohlorientierten Lösung weg. Daher muss der Staat jetzt seiner Verantwortung gerecht werden und regelnd genau in diesen Markt eingreifen. Wir haben es nämlich mit einer weltweiten medizinischen Notsituation zu tun, bei dem die Eigentumsrechte und die Profitabsichten von Unternehmen nicht mehr die zentrale Rolle spielen dürfen. Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Medikament, dieser Impfstoff weltweit in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Und da müssen die Interessen der Aktionäre im Zweifelsfalle auch zurückstehen. Und wie das gehen kann, beschreibt die WTO in ihren Regeln. Sie sagt nämlich, dass Patente eben genau in solchen Ausnahmefällen tatsächlich genutzt werden können von allen und dass sie freigegeben werden können. Und diese Regelung wird bisher von den Industrieländern nach wie vor blockiert. Und das Ganze führt dazu, dass eben nicht genügend Impfstoff hergestellt werden kann, weil es nicht auf ausreichend Firmen verteilt werden kann. Meine Damen und Herren, es ist völlig klar, dass der Schutz vor weiteren Corona-Mutationen nur gelingen kann, wenn wir tatsächlich alle Länder, und zwar weltweit, in die Verteilung des Impfstoffes einbeziehen. Und wenn ich sage weltweit, dann ist es eben nicht nur Deutschland, dann ist es nicht nur Europa, sondern es ist auch der globale Süden, in dem kostengünstig diese Medikamente zur Verfügung stehen können. Weil wenn uns das nicht gelingt, dann wird uns in den nächsten Monaten wieder und wieder neue Mutationen beschäftigen, so lange, bis auch hier der Impfstoff nicht mehr wirksam ist, meine Damen und Herren. Herr Kollege, wir haben Ihnen schon eine Minute draufgegeben. Wir haben eine Minute. Nein, die haben Sie jetzt schon draufgekriegt. Jetzt letzter Satz. Da mache ich dann den letzten Satz. Vielen Dank für diesen Hinweis. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, hören Sie auf mit dem Versuch, mit der Corona-Krise die Ängste der Bevölkerung für ihre industriepolitische Agenda der marktradikalen Wirtschaft durchzusetzen. Die Krise werden wir nur solidarisch bestehen. Marktegoismen und Gier nach Profit müssen an dieser Stelle zurückstehen. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Wir haben Ihnen jetzt insgesamt 1,27 geschenkt. Ist alles gut. Alles gut. Ja, das lag ja ein bisschen vielleicht auch an Ihrer Wortmeldung, Herr Kollege. Dachte ich mir doch so. Aber das machen wir im Ältestenrat und nicht hier. So, jetzt als nächstes hat das Wort der Kollege Grumbach. Sorry, ich hätte Sie schon aufrufen können. Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will mich mit dem Antrag der Regierungsfraktion ehrlich gesagt nicht wirklich beschäftigen.
Ich teile mit dem Kollegen Bamberger den Dank, den er vielfältig ausgesprochen hat. Das tun wir alle. Da muss sich keiner ausnehmen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich teile nicht den Versuch, noch einmal die Vermischung zu machen zwischen der Kritik an Unternehmen und staatlichem Handeln. Es hat, und das hat die Fraktionsvorsitzende der SPD nun in den letzten Tagen oft genug gesagt, die Debatte gegeben, dass der Staat ein paar Hausaufgaben nicht ordentlich gemacht hat. Und wir haben über die Unternehmen, ihre Beschäftigten kein Wort verloren, weil das ist nicht der Punkt, um den es geht, sondern man muss halt bestimmte Sachen nicht nur wollen, man muss sie auch können. Ich meine, den Satz kennen Sie alle. Der Rest des CDU-Antrages handelt sich mehr um eine Selbstanwendung von Boswellia. Boswellia ist eine Pflanze, dessen Harz in der Regel im Kirchenbetrieb verwendet wird, heißt auch Weihrauch. Mehr ist in dem Antrag nicht drin, deswegen würde ich mich gerne mit dem FDP-Antrag etwas mehr auseinandersetzen, weil da ist die Kontroverse vielleicht etwas fruchtbarer. Allerdings muss ich sagen, aber das kennt der Herr Naas ja schon, ich bin immer verwundert, wie rationale Menschen eine solche Glaubensgewissheit entwickeln können, dass was richtig ist. Und ich schaffe das einfach nicht. Nach 50 Jahren der Politik gelingt mir das nicht. Ich habe an jedem Satz, den ich sage, Zweifel. Und ich glaube, dass es auch klug so ist, weil es vielleicht dann auch das eigene Denken ein bisschen befruchtet. Dass Sie eine Krise zu nutzen versuchen, das haben meine Vorredner auch schon gesagt, um was durchzusetzen, was die FDP seit 40 Jahren fordert, ist jetzt nicht verwerflich, ist aber auch nicht besonders zielführend, weil ich schon denke, dass Sie ein paar Sachen einfach mal in Ruhe auf dem heutigen Stand diskutieren können. Und da würde ich gerne ein paar Ihrer Thesen widersprechen. Also die gegenwärtige Debatte ist immer noch kontrovers. Und sie hat einen spannenden Ablauf. Ich beobachte die Debatte und gestalte sie auch ein bisschen mit seit 40 Jahren. Und es hat in den 40 Jahren eine ganz spannende Entwicklung gegeben, die ich glaube, ganz wichtig ist, sich anzugucken. Es hat in den 80er Jahren in der Tat eine ziemlich harte Debatte gegeben, die von der grundsätzlichen Position geprägt war, gegen alles. Es hat dann in den nächsten 25, 30 Jahren eine sozusagen Veränderung der Debatte gegeben. Bestimmte Bereiche sind akzeptiert worden, bestimmte Bereiche sind nicht so kritisch gesehen worden. Und die Debatte hat allerdings seit dem Jahr 2013, 2014 wieder zugenommen. Und zwar in der Kritik zugenommen international. Wenn Sie die Summenstudien, die Sie selber ja anschauen, werden Sie feststellen, dass das wieder schärfer wird. Und das hat was damit zu tun, dass die Technik besser geworden ist. Weil das, was Sie so begeistert als Chance beschreiben, nämlich die CRISPR-Genschere, die Ihnen ermöglicht, gezielte Eingriffe in komplexe Zusammenhänge zu machen, ohne dass Sie wissen, ob die gezielten Eingriffe den komplexen Zusammenhängen gerecht werden können, ist ein Punkt, der eine ganze Reihe von Menschen in beiden Richtungen dazu gebracht hat, neu nachzudenken. Die eine Seite, und das macht den Punkt der Frage gentechnisch frei noch mal so spannend, fängt plötzlich an, darüber zu reden, dass sie Gentechnik mobil machen will. Wir haben in der Frage Landwirtschaft früher mal darüber geredet, dass es ein Problem sein könnte, wenn man bestimmte Pflanzen aussät, weil die Allergene, Verbreitungs- und sonst wie Nebenwirkungen haben können. Aber es ging immer nur um die einmalige Aussaat von Pflanzen. Der derzeitige Debattenstand lautet, wir setzen Lebewesen frei und Pflanzen frei, die sich auf Dauer vermehren können. Das heißt, wir produzieren Eingriffe in die Natur, von denen wir nicht wissen, wie sie auf Dauer systematisch funktionieren und von denen wir nicht wissen, ob wir sie wirklich so wollen oder nicht wollen. Das heißt, diese Debatte bewegt sich und ich finde es deswegen auch ganz gut, dass wir heute eine Chance haben, darüber zu reden. Insofern bin ich eher dankbar, weil die Gendrive-Debatte ist nicht ganz einfach. Ich habe mal in der Podiumsdiskussion flapsig gesagt, wissen Sie, ich hätte kein Problem mit gentechnisch modifizierten Elefanten, weil die finde ich sofort und kann ich abschießen, wenn es ein Problem gibt. Ich habe aber deutlich Probleme mit genmodifizierten kleineren Lebewesen, die dann sozusagen sich in der Freiheit vermehren können, weil wenn die mal draußen sind, sind sie draußen. Und dann komme ich zu dem Punkt, wo ich glaube, dass sie einen Denkfehler machen. Weil ich habe ja, und die Ministerin wird sich an Teile der Debatte erinnern, wir haben ja in der Frage, wie wir mit Arzneimitteln um Produktion umgehen, dazu gelernt, dass man das machen kann. Das ist ja der Punkt, wo die zwei Felder vermischen. Aber die Zustimmung zur Produktion von gentechnisch veränderten Organismen zur Arzneimittelproduktion und, Klammer auf, zu Enzymen und anderen Produktionen, war gebunden an das Versprechen, dass sie eingeschlossen im Labor bleiben. Das heißt, alle Sicherheitsvorkehrungen, die Sie gerade kippen wollen,
waren die Voraussetzungen für die gesellschaftliche Zustimmung dieser Art von Gentechnik. Das, was Sie wollen, dass das nämlich breiter wird in vielen Bereichen, werden Sie genau verhindern dadurch, weil Sie im Prinzip die Sicherheitsmaßnahmen, die wir sozusagen in den langen Jahren herbeigeführt haben, auf unterschiedlichen Ebenen versuchen wieder abzubauen. Und ich sage Ihnen, das ist ein Bärendienst für das, was Sie wollen. Das ist das Gegenteil von dem, was richtig ist. Deswegen finde ich, dass man statt Glaubenskriegen halt Abwägungsprozesse durchführen muss. Und Abwägungsprozesse haben auch mit Verlaub auch nichts mit Unwissenschaftlichkeit zu tun, sondern sie entstammen der ältesten Wissenschaft überhaupt, der Mutter von allen, der Philosophie. Ein Teil davon ist die Ethik. Und zur Ethik gehört, dass sie die Folgen ihres Handelns einkalkulieren bei dem, was sie tun. Und zur Folge des Handelns gehört dann bei Technik auch die Technologiefolgenabschätzung. Die Menschheit hat gelernt aus bestimmten Entscheidungen, die sie getroffen hat. Von der Frage Atomenergie bis zur Frage bestimmter Medikamente mit ihren Nebenwirkungen, dass man vielleicht vorher einen Moment darüber nachdenkt, was man tut. Und deswegen gibt es ganz schlicht drei Prinzipien. Das erste Prinzip heißt No Regret. Tu Dinge, die du hinterher selbst im schlimmen Fall nicht bereuen musst. Der zweite Punkt ist das Vorsorgeprinzip. Das heißt, das, was man tut, muss jenseits des begründeten, nicht des Glaubenszweifels, des begründeten Zweifels sozusagen verantwortbar sein. Der dritte Punkt ist die Frage der Rückholbarkeit. Da bin ich nochmal bei der Frage Mikroben oder Elefanten. Wenn man etwas unwiederholbar auf den Weg schickt, das nicht mehr zurückholbar ist, das man nicht kontrollieren kann, hat man eine besonders hohe Verantwortung. Deswegen ist Ihr Vergleich, dass die Forschung von Medizin und Landwirtschaft in gleichen Labor bezieht, völlig unsinnig, weil es geht überhaupt nicht um die Forschung. Es geht darum, was in die Natur entlassen wird. Und an der Stelle, mit Verlaub, bleiben wir skeptischer aus genau den drei ethischen Abwägungen, weil das können wir den Menschen nur dann zumuten, wenn wir es nach den drei Prinzipien verantworten können. Besonders nett habe ich allerdings das Unternehmenslob an Ihrem Anfang gefunden, weil dass da vorher öffentlich finanziert 15 Jahre Grundlagenforschung an hessischen, rheinland-pfälzischen und anderen Universitäten stehen, die die ganzen Prinzipien, nach denen das Unternehmen arbeitet, überhaupt erforscht haben, die komplett öffentlich finanziert sind und dass die kommerzielle Auswertung nicht etwa denen zugutekommt, die die Grundlagen erforscht und finanziert haben, sondern Unternehmen ist ein spannender Punkt, über den man nachdenken muss. Wir reden nicht ohne Grund darüber, dass wir Universitäten, die forschungsstärker denn je sind, Anteile an dem, was sie forschen, auch ökonomisch wieder zuleiten, statt die Bildungsfinanzierung dem Staat und die Forschungsfinanzierung dem Staat zu überlassen und zu sagen, okay, und wenn andere damit sozusagen mit den Ergebnissen umgehen können, können sie halt unbeschränkt Geld verdienen. Ich glaube, dass an der Stelle vielleicht noch die eine oder andere Überlegung helfen würde. Letzter Punkt. Und da bin ich bei der Frage dieser ganzen gentechnikfreien Region. Das kann man so oder so sehen. Und man kann übrigens vieles auch sagen, über Ethik auch andere Standpunkte haben. Es gibt Leute, die berechtigterweise sagen, passt mal auf, wir glauben, dass wir den Hunger der Welt mit bestimmten Agrarprodukten, was ich nicht teile, sättigen können. Also müssten wir bestimmte Risiken eingehen, so wie Sie sagen, beschleunigte Genehmigungsverfahren, Klammer auf. Ob das so klug ist angesichts der Leute, die Angst vor der Impfung haben, und die sozusagen wissen, dass wir den normalen Forschungsprozess schon um 3 Jahre verkürzt haben. Ob das klug ist und die Impfbereitschaft fördert, da hätte ich auch meine Zweifel dran. Aber der letzte Punkt ist, wie gesagt, auch ein demokratischer. Die Menschen in diesem Land haben das Recht, Sachen auch nicht zu wollen. Und die Mehrheit der Menschen in Deutschland will keine solchen Organismen und sie haben das Recht, das zu entscheiden. Und es gibt keine Zwangsbeglückung. Es gibt niemanden, der das Recht hat zu sagen, aber weil ich glaube, dass der Fortschritt auf meiner Seite ist und das ist der Streit mit vielen politischen Ideologien, habe ich das Recht, es durchzusetzen. Nein, wenn Sie wollen, dass Ihre Position gesellschaftlich mehrheitsfähig wird, dann werden Sie dafür in der Gesellschaft werben müssen und nicht in einem Parlament per Entscheidung und nicht in irgendeiner Regierung, in der Sie dann vielleicht irgendwo anders sind, sondern Demokratie in dieser Frage heißt dann auch, wenn wir gemeinsam Veränderungen in Sachen wollen, dann heißt es Debatte, aber gesellschaftliche Debatte und nicht abgehobene in einem Parlament oder sonst wo. Danke. Vielen Dank.